Schönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu diesem dritten Teil unseres Grundkurses CO2-Bepreisung. Mein Name ist Stefanie Groll. Ich bin Referentin in der Heinrich-Böll-Stiftung, in der Bundesstiftung, Referentin für Ökologie und Nachhaltigkeit. Aller guten Dinge sind drei. Heute beschließen wir unseren kleinen Grundkurs und machen einen Ausblick nach Europa und in andere Länder, wie es dort um die CO2-Bepreisung steht. Vielleicht waren Sie schon beim ersten Grundkurs dabei. Da habe ich gesagt, CO2-Bepreisung ist bei uns gerade in aller Munde. Es wird viel darüber gesprochen, weil am 01.01.2021 sozusagen der Brennstoffemissionshandel in Deutschland gestartet ist und so CO2-Bepreisung spürbar wurde, nämlich und sichtbar in Form von höheren Heizkraftstoffen, Preisen für Heizkraftstoff und Benzin. Ein anderer Grund, warum CO2-Bepreisung aber in aller Munde ist, sind Entwicklungen auf der europäischen Ebene. Die EU-Kommission wird dieses Jahr im Sommer nämlich einen Vorschlag vorlegen zur Weiterentwicklung des europäischen Emissionshandels. Darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, hat Svante Fiedler gesprochen, in den ersten beiden Teilen, den europäischen Emissionshandel für die Sektoren Industrie und Strom. Und der ist ja schon 15 Jahre alt, wird immer mal wieder so ein bisschen überarbeitet. Und jetzt stehen aber wirklich starke Überarbeitungen an, die wohl möglich, also auf jeden Fall Wechselwirkungen haben mit dem nationalen Emissionshandel in Deutschland und den vielleicht auch in Bedrängnis bringen. Das erörtert Svante Fiedler, wissenschaftliche Leiterin am Forum Sozialökologische Marktwirtschaft, uns gleich genauer. Wir hatten das gestern auch schon so gemacht. Sie haben drei Möglichkeiten der Beteiligung an diesem Online-Seminar. Sie können im FA-Tool Ihre Fragen stellen und Fragen, die Sie besonders gut finden, auch hochvoten. Sie können auch Ihre Hand heben mit der Hand, die Sie unten bei Zoom sehen. Und dann haben Sie die Möglichkeit, Ihre Frage oder Ihren Kommentar live vorzutragen. Sie werden dann mit Ihrer Stimme sozusagen aufs digitale Podium geholt. Die dritte Möglichkeit der Beteiligung ist, dass Sie im Chat etwas posten. Also wenn Sie zum Beispiel eher so einen Kommentar haben, auch für die anderen Zuschauer, Ihren Gedanken teilen möchten, dann können Sie dies im Chat tun. Auch bei technischen Fragen bitte in den Chat schreiben. Die Folien, die Svante Fiedler hier präsentiert, die werden wir Ihnen nach dem Online-Seminar zur Verfügung stellen. Die werden per E-Mail an Sie geschickt. Genauso wird dieses Online-Seminar auch aufgezeichnet und wird dann ab nächster Woche wahrscheinlich oder in zwei Wochen für einige Zeit auf YouTube verfügbar sein, sodass Sie sich alle Folgen auch nochmal angucken können. Jetzt würde ich abgeben an Svante Fiedler, die uns erklären wird, was jetzt eigentlich mit dem Emissionshandel passieren wird und auch wie es mit der CO2-Bepreisung in anderen Ländern aussieht. Danke, Svante. Jawohl, vielen Dank für die Einladung, auch zum dritten Tag. Ich werde hier gerne wieder einen Input geben mit Unterstützung von PowerPoint. Nochmal kurz zu mir. Ich bin Svante Fiedler, wissenschaftliche Leiterin beim FÖS und wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig mit ökonomischen Instrumenten und Marktanreizen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Und von daher ist die CO2-Bepreisung ja eines unserer Leib- und Magenthemen. Wir sprechen heute über den EU-Emissionshandel, aber trotzdem noch mal kurz für alle, die vielleicht gestern nicht dabei waren. Moment, jetzt muss die Folie hier weitergehen. Jawohl. Noch ein kurzer Rückblick. Wir haben gesehen, dass der EU-Emissionshandel und auch der nationale Brennstoffemissionshandel zwei Systeme sind, die einen Großteil der Emissionen abdecken, aber in beiden Systemen ist das CO2-Preissignal noch sehr niedrig im Vergleich zu den tatsächlichen Schadenskosten von CO2 und auch sehr niedrig, um eine wirklich
große Lenkungswirkung zu bekommen, eine große Klimaschutzwirkung. Es gibt große Chancen, diese Instrumente weiterzuentwickeln und wirksamer zu machen. Und trotzdem muss man dabei realistisch bleiben. Die CO2-Preise alleine werden es nicht richten. Es ist wichtig, sie in einen wirksamen Instrumentenmix einzubetten. Da hatten wir gestern ja auch schon ein paar Diskussionen dazu. Gerade im Bereich Gebäudesanierung und so wird der CO2-Preis allein nicht dazu führen, dass auf einmal alle Gebäude saniert werden. Bei der Ausgestaltung von CO2-Preisen gibt es sehr verschiedene Varianten. Wir haben verglichen CO2-Steuer und Emissionshandel. Ganz oft geht es dann bei der Ausgestaltung um Fragen von Verteilungswirkungen, Sozialverträglichkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Das haben wir alles gestern schon angeschnitten, wird heute aber auch wieder vorkommen als Thema. Und gestern hatten wir klar den Fokus auf der Verwendung der eingenommenen Mittel. Das ist einfach ganz wichtig für die Akzeptanz der Preissteigerung und auch die Wirkung des Instruments können dadurch verbessert werden, wenn das Geld sinnvoll und im Sinne des Klimaschutzes ausgegeben wird. Ja, die Agenda für heute sieht so aus, dass wir uns erstmal intensiver mit dem EU-Emissionshandel beschäftigen und dann vor allem mit der Idee, wie er weiterentwickelt werden soll, nämlich die Frage, ob man den Emissionshandel ausweiten soll auf die Sektoren Wärme und Verkehr. Das ist gerade in der politischen Debatte. Und im zweiten Teil geht es dann eher um CO2-Bepreisung noch jenseits des Emissionshandels in Europa, weltweit. Ein paar Länderbeispiele habe ich da noch mitgebracht. Müssen wir mal sehen, wie viel Zeit wir dann am Ende noch haben dafür. Um die Diskussionen auf europäischer Ebene verstehen zu können, ist es gut, sich nochmal zu vergegenwärtigen, was für Instrumente wir da haben bisher. Und zwar ist das so ein bisschen zweigeteilt. Wir haben einerseits den EU-Emissionshandel, der eben EU-weit gilt. Alle EU-Länder sind beteiligt. Er deckt die Sektoren Energie und aus dem Industriebereich auch die großen Anlagen ab und den innereuropäischen Luftverkehr und hatte bisher das Klimaziel bis 2030 43% gegenüber 2005 einzusparen. Die ganzen anderen Emissionen werden von den Mitgliedstaaten bestimmt, sage ich mal. Also alles, was in den Sektoren Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und so passiert, das ist den nationalen Gesetzgebungen unterworfen. Und trotzdem gibt es aber einen EU-Rahmen. Und das ist die sogenannte Lastenteilungsverordnung, die besagt, wie viel die einzelnen Mitgliedstaaten in diesem Bereich auch noch einsparen müssen an Emissionen, damit das Gesamt-EU-Klimaziel erreicht wird. Und das, was hier dargestellt wird, das sind in dieser Grafik, das sind die Klimaziele, wie sie bis Ende letzten Jahres galten. Und die Diskussion auf EU-Ebene läuft derzeit, wie dieses Klimaziel angehoben werden soll. Es ist klar, dass es angehoben werden soll, auch um den Klimazielen von Paris gerecht zu werden, um überhaupt Richtung 1,5 Grad Erderwärmung noch zu kommen. Und ja, wie viel, das ist noch nicht abschließend fest. Das EU-Parlament hat sich dafür ausgesprochen, minus 40 auf minus 60% gegenüber 1990 anzuheben. Und die Staats- und Regierungschefs haben sich jetzt gerade Ende letzten Jahres auf minus 55% geeinigt. Also die Debatte da läuft noch nicht. Es ist noch nicht ganz abschließend entschieden. Es kommt da auch sehr auf die Details an, was alles angerechnet wird und ob zum Beispiel Einsparungen durch Aufforstung auch dazu zählen. Das ist jetzt, soll jetzt heute gar nicht unser Thema sein, sondern was offen ist, ist, wie dann die Ziele erreicht werden sollen. Und klar ist das, was beim europäischen Emissionshandel passieren soll. Und klar ist auch, dass im Bereich dieser Lastenteilungsverordnung zwischen den Mitgliedstaaten was passieren soll. Also die Klimaschutzbemühungen bei Gebäude und Verkehr sollen auch stärker europäisch reguliert werden. Und in diesem Rahmen gab es den EU Green Deal und
Ich habe hier mitgebracht ein Zitat von der Europäischen Kommission, dass sie prüfen wollen, den EU-Emissionshandel auf die Sektoren Wärme und Verkehr auszuweiten. Es ist wirklich bisher nur Prüfung genannt und die Mitgliedstaaten haben sich da schon sehr unterschiedlich positioniert. Und Deutschland ist aber tatsächlich eher ein Land, das das befürwortet, weil wir ja gerade diesen Emissionshandel bei Gebäude und Verkehr eingeführt haben. Wie das Ganze genau passieren soll, ob das dann mit dem Strom und Industrie zusammen sein soll oder ein separater Emissionshandel und diese ganzen Fragen, die sind noch nicht geklärt. Und das wird uns jetzt noch die nächsten Monate und wahrscheinlich sogar auch Jahre beschäftigen, wie hier die Rahmengesetzgebung von europäischer Ebene sein wird. Man kann sagen, dass auch in Deutschland sprechen sich ganz klar FDP und CDU und CSU dafür aus, den Emissionshandel auszuweiten. Eindeutig dagegen sind die Umweltverbände und aus den Reihen der Wissenschaft gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Und warum das so ist, warum es unterschiedliche Einschätzungen gibt, dazu möchte ich auch gerne gleich noch kommen. Vielleicht erstmal so generell zum Instrument des Emissionshandels. Es gibt zu Recht einige Kritikpunkte daran, wie der Emissionshandel im Moment wirkt und ausgestaltet ist. Hier ist eine Zeitungsmeldung aus 2012 und ich muss sagen, an dieser Kritik hat sich wahrscheinlich auch bis heute nicht so viel geändert, weil der Emissionshandel leidet ein bisschen daran, dass es einfach zu viele Zertifikate gibt und dadurch auch einfach diese noch zu niedrigen Zertifikatspreise. Das sehen wir hier nochmal, historischer Rückblick. Also über viele Jahre bewegte sich dieser CO2-Preis unter 10 Euro und erst in den letzten Jahren mit Reformen auf europäischer Ebene haben wir einen Preisanstieg gesehen. Aber wir sind halt immer noch eher im Bereich von 25, 30 Euro, auch heute noch zu niedrig. Das liegt einfach daran, dass es viel zu viele Zertifikate gab, auch zu viele Zertifikate kostenlos, dass wirtschaftliche Rezessionen sich nicht in der Zertifikatsmenge widerspiegelten. Also als wir 2008, 2009 die Wirtschaftskrise hatten und einfach die Wirtschaft weniger produziert hat und weniger Zertifikate brauchte, hat man nicht Zertifikate aus dem Markt genommen, sondern der Preis ist gefallen. Und es gab daraufhin jetzt ein paar wichtige Reformen. Unter anderem hat man diese Marktstabilitätsreserve eingeführt, die diesen Überschuss ein Stück weit abbauen soll und Zertifikate aus dem Markt nehmen soll. Und die Ansätze, die es zur Korrektur des Emissionshandels gibt und gab, sind eigentlich immer wieder in der Diskussion. Da muss ich jetzt leider ein bisschen mit diesen Fachbegriffen um mich werfen und kann einfach nicht so wahnsinnig in die Tiefe gehen, aber vielleicht mal so ganz kurz als Überblick. Ich empfehle auch sehr, da vielleicht beim WWF oder DNR nachzulesen, wer mehr wissen möchte. Die haben da ganz schöne Übersichtspapiere. Die Reformen, die es jetzt zuletzt gab, waren jedenfalls, dass einmal der lineare Reduktionsfaktor angehoben wurde. Das ist im Prinzip die jährliche Verringerung von Zertifikaten. Also von Jahr zu Jahr soll die Emissionsmenge sinken. Und da ist eben die Frage, um wie viel. Dann diese Marktstabilitätsreserve, wo sich immer wieder die Frage stellt, ab welchen Preisen zum Beispiel am Markt oder welchen Überschüssen sollen wirklich Zertifikate aus dem Markt rausgenommen werden? Sollen so viele rausgenommen werden, dass am Ende auch wirklich eine deutliche Knappheit da ist oder eigentlich immer nur der Überschuss abgeschöpft? Also da sind sehr viele Ausgestaltungsdetails. Und ein wichtiger Streitpunkt war auch immer, was ist eigentlich die Ausgangsbasis? Da gab es immer die Zielwerte und weil wir einfach bisher die Zielwerte des Emissionshandels eher übererfüllt haben und deshalb waren ja auch die Zertifikatspreise so niedrig, wird dafür plädiert, als Start ja die tatsächlichen Emissionen 2020 zu nehmen und nicht die des Zielwerts.
Und ein großer Streitpunkt ist natürlich auch die Frage, wie soll die kostenlose Zuteilung an die Industrie weiterentwickelt werden? Da gab es viele Diskussionen rum und das Ergebnis war aber eigentlich immer, dass alles so bleibt wie bisher. Also die Industrie bekommt immer noch einen Großteil der kostenlosen, der Großteil der Zertifikate kostenlos zugeteilt. Und was eben jetzt neu in der Diskussion ist, ist die Frage, ob man vielleicht über einen Grenzausgleich die Wettbewerber in anderen Ländern auch mit einem CO2-Preis belegen kann, sodass die innereuropäische Industrie keinen Wettbewerbsnachteil hat. So viel mal so als Gesamtüberblick. Weiter ins Detail können wir da jetzt leider nicht gehen, aber ist vielleicht so als Hintergrund ganz gut. So, den letzten Punkt, den erwähne ich hier auch noch auf der Folie. Genau, eine Frage ist auch immer, ob man das Preissignal noch mehr stabilisieren soll, also sowas wie einen Mindestpreis oder auch einen Höchstpreis am Markt einzuführen. Ich möchte jetzt darüber sprechen, was eigentlich dafür und dagegen spricht, den Emissionshandel auszuweiten auf Wärme und Verkehr. Der Grund, das zu tun und den auch jetzt Akteure wie CDU oder FDP benutzen, ist, dass wenn alle in einem Markt sind von Zertifikaten, dann werden die Emissionen da eingespart, wo es am günstigsten ist. Und wir erreichen insgesamt unser Klimaziel, weil natürlich dadurch, dass der Emissionshandel für dann alle Emissionen gilt und für die Menge festgelegt ist, ja, ist es gesichert, dass wir am Ende zum Ziel kommen. Und die Idee dahinter ist genau, dass wir erst die günstigsten Einsparmaßnahmen angehen und je teurer es wird dann am Ende, desto mehr steigt dann auch der Zertifikatspreis. Was man aber dagegen argumentieren kann, ist, dass dieser gemeinsame Markt von CO2-Einsparmöglichkeiten nicht notwendigerweise auch wirklich effizient sein muss. Also dass auch tatsächlich es gut ist, wenn diese verschiedenen Einsparmöglichkeiten jetzt im Bereich Verkehr oder auch Industrie im Wettbewerb gegeneinander antreten, weil diese Maßnahmen auch ganz verschiedene Investitionszyklen haben. Also manche Investitionsentscheidungen, die ich heute treffe, die bestimmen meine Emissionen über die nächsten 20, 30 Jahre, wenn ich mir zum Beispiel eine neue Industrieanlage anschaffe. Und andere, wie jetzt ein Auto, ich weiß gar nicht, was der durchschnittliche Zeitraum ist, wie lange ich mein Auto habe, aber das sind vielleicht eher so 5 bis 10 Jahre. Und auf diese Weise konkurrieren ganz unterschiedliche Zeithorizonte miteinander. Und das ist am Ende eigentlich nicht effizient und würde eigentlich dazu führen, dass wir jetzt am Anfang wahrscheinlich eher relativ niedrige Preissignale hätten und die Einsparungen erstmal im Bereich Strom und vielleicht Gebäude passieren. Und dann, wenn es dann plötzlich daran geht, dass auch der Verkehr einsparen muss, dann müssen eigentlich diese CO2-Preise ganz sprunghaft sehr viel höher werden, damit sich auch die Verkehrseinsparmaßnahmen lohnen. Da haben wir nämlich bei vielen Technologien eher Vermeidungskosten von über 250 Euro pro Tonne CO2. Ja, und durch diese unterschiedlichen Vermeidungskosten gibt es dann eben auch eine Lastenverschiebung, die Bereiche Strom und Industrie, die haben jetzt erstmal etwas niedrigere Zertifikatspreise und wenn dann plötzlich ein Anstieg kommen würde, dann würde das auch in den Märkten könnte es zu sehr großen Verwerfungen führen. Und wir hätten hier tatsächlich dann wieder die Frage, was passiert denn mit der Industrie, wenn die Preise so plötzlich sprunghaft ansteigen und welchen Wettbewerbsschutz gibt es für die Industrie? Und dann besteht wieder die Gefahr, dass das System ausgehebelt wird und die Industrie wieder alles kostenlos bekommt. Das heißt, im wissenschaftlichen Diskurs gibt es unterschiedliche Positionen und viele Leute, die auch dafür sind, die sagen schon, dass es eigentlich erst langfristig eine sinnvolle Option
ist, insbesondere wenn die Bereiche Verkehr und Wärme zunehmend auch mit Strom versorgt werden. Also wenn gar nicht mehr so viel fossile Brennstoffe im Einsatz sind, sondern eher Elektroautos und Wärmepumpen, weil man die dann eher vergleichen kann und die dann auch eher direkt in die Stromnutzung direkt in Konkurrenz steht und man dann sinnvollerweise diese Technologien gegeneinander antreten lassen kann. Genau, also der wissenschaftliche Diskurs sieht das eher als langfristig sinnvolle Option an. Und entscheidend ist vor allem die Frage zum Policy Mix. Das ist nämlich ein ganz wesentlicher Diskussionspunkt. Ist der Emissionshandel das Leitinstrument oder als sogenanntes Backstop-Instrument gedacht? Weil so argumentieren schon viele Akteure, beispielsweise FDP-Politiker sagen, ja, wir brauchen den Emissionshandel, der macht das alles effizient und alle anderen Klimaschutzinstrumente sind dann eigentlich nicht mehr notwendig. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ist der Emissionshandel dann als alleiniges Instrument da, um die Einsparung zu bewirken? Oder ist er eher so ein zusätzliches Sicherheitsnetz, das die Gesamtmenge bestimmen soll und die Hauptklimaschutzpolitik läuft aber über andere Instrumente, also zum Beispiel über Grenzwerte. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum sich viele Akteure so sehr darüber streiten, weil und auch die Umweltverbände dagegen sind. Die haben Angst, dass wenn man jetzt den Emissionshandel ausweitet, alle möglichen anderen Klimaschutzpolitiken, beispielsweise im Verkehrssektor, dann angegriffen werden und gesagt wird, ja, dann brauchen wir die ja nicht mehr. Einen Reformaspekt möchte ich auch noch ansprechen, der immer mal wieder in der Diskussion ist. Der bezieht sich weniger auf die Ausweitung des gesamten Emissionshandels, sondern eher auf die Wirksamkeit innerhalb. Der sogenannte Mindestpreis oder Carbon Floor Price im Stromsektor. Es gibt Länder, die haben das schon eingeführt, zum Beispiel Großbritannien. Und die Idee dabei ist, dass die Akteure am Strommarkt ein bisschen mehr Planungssicherheit bekommen. Bisher schwankt der CO2-Preis stark und deshalb ist es auch immer sehr unterschiedlich, welche Kraftwerke sich am Markt gerade lohnen, ob jetzt gerade mehr Kohlekraftwerke laufen oder mehr Gaskraftwerke, auch wie die erneuerbaren Energien dann sich durchsetzen können dagegen. Und deshalb wird vorgeschlagen, und wir als FÖS schlagen das auch vor, einen Mindestpreis einzuführen. Da werden so Werte von 20 bis 30 Euro genannt, also eigentlich auch gar nicht so hohe Preissignale, aber die stabilisieren das System zumindest nach unten und geben eine Planungssicherheit. Und ja, die Idee ist halt, den Marktpreis des Emissionshandels um eine Energiesteuer zu ergänzen, wenn man auf europäischer Ebene keinen CO2-Mindestpreis vereinbaren kann, kann man das also auch auf nationaler Ebene machen. Auch Deutschland könnte das machen, dass es einfach diesen Zertifikatspreis um einen zweiten Preisbestandteil ergänzt und in Summe ergeben dann Zertifikatspreis und Energiesteuer diesen Mindestpreis. Und das sollte Deutschland möglichst zusammen mit den Nachbarn machen, möglichst mindestens mit Niederlande und Frankreich. Und in Summe wären dadurch die Effekte, die es dann grenzüberschreitend gibt, nicht so groß. Also das würde dann verhindern, dass dann viel Strom aus Frankreich importiert werden würde, beispielsweise. Ich komme jetzt zu einem kleinen Zwischenfazit zur Weiterentwicklung der CO2-Bepreisung und dann machen wir erstmal eine Fragerunde. Klar ist, man muss den EU-ETS selber weiter stabilisieren und reformieren. Die ganzen Ansatzpunkte dafür habe ich ja genannt. Die Diskussion wird jetzt auf EU-Ebene weitergehen, wenn das Klimaziel angehoben wird, um Mindestpreise ergänzen, notfalls auch national, wenn das auf europäischer Ebene nicht klappt. Wir müssen die CO2-Bepreisung im Bereich Wärme und Verkehr national weiterentwickeln und auf europäischer Ebene harmonisieren. Und damit meine ich nicht Emissionshandel auf Wärme und Verkehr ausweiten, sondern lieber sehen, dass wir unsere CO2-Steuersätze bzw. Energiesteuern mit den anderen Mitgliedsländern besser abstimmen und da anheben. Wir müssen unseren Policy-Mix optimieren,
vor allem den Abbau umweltschädlicher Subventionen vorantreiben, dann können auch CO2-Preise besser ihre Wirkung entfalten, wenn sie nicht ständig wieder durch Subventionen für die klimaschädlichen Technologien ausgebremst werden. Und einen übergreifenden EU-ETS, wenn dann nur als so ein Backstop-Instrument, also so ein Sicherheitsnetz neben anderen Klimaschutzmaßnahmen diskutieren. Genau, und das ist jetzt schon das nächste Thema. Ich gebe jetzt erstmal wieder zurück an Stefanie. Genau, danke Svante. Ja, also wir gehen immer weiter rein, ne? Also es ist jetzt schon sehr, ja, ein tiefer Grundkurs. Und natürlich können wir jetzt auch wiederum bestimmte Sachen nur antippen. Und wie gesagt, ich hab ja schon immer in den letzten Grundkursen Werbung gemacht für die Policy Briefs dazu vom FÖS. Mache jetzt aber auch noch mal Werbung für eine eigene Publikation von uns. Die heißt Der Preis auf CO2, verfasst von Felix Mattes, herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung. Und meine Kollegen posten das auch gleich im Chat. Da kann man auch noch mal ganz viele Sachen nachlesen und auch nachgucken an Grafiken, wo erstmal welche Fragen man sowieso an den Emissionshandel stellen muss und wo was Sinn macht. Jetzt hatten wir die Möglichkeit gegeben, dass Sie im Frage-Antwort-Tool Ihre Fragen stellen können. Und der Kollege Stefan Stoll hat mitgelesen und wird jetzt mal so 2, 3 Fragen raussuchen, die oft vorkamen, und die weiterleiten an Svante Fiedler. Hallo, ich fange an mit den beiden Fragen, die in unserem Voting ganz oben stehen. Und dann die erste ist, also es wird gebeten darum, an Svante doch mal ein ganz praktisches Beispiel zu geben, wie man sich so einen Emissionshandel in der Praxis dann vorstellen kann, wie das abläuft. Und dann eine Frage, die in die Kategorie Kommentare zu diesem, also politische Kommentare eigentlich fällt. Der Verein Compensators verkauft mittels einer Spende Verschmutzungszertifikate aus dem europäischen Emissionshandel und legt diese dann dauerhaft still. Was halten Sie von diesem Engagement? Das sind jetzt die beiden Fragen, die ganz oben sind. Vielleicht fangen wir mit dem Beispiel an. Jawohl, sehr gerne. Ich muss eigentlich, um das deutlich zu machen, glaube ich, sogar 2 Beispiele geben. Also einmal aus Sicht eines Industrieunternehmens, das Zertifikate kostenlos bekommt. Und dann noch einmal für einen Stromerzeuger. Also erstmal aus Sicht der Industrie, wenn ich eine Anlage zur Stahlerzeugung habe, dann verursache ich damit ja CO2-Emissionen, weil ich einfach bei der Stahlerstellung das ja, sehr viel Kohle verbrauche, verbrenne und dann viel CO2 in die Luft entlasse. Und für diese CO2-Menge brauche ich im Emissionshandel Zertifikate. Ich muss nachweisen, ich habe so und so viel Stahl erzeugt und dadurch sind so und so viel Emissionen entstanden. Und es gibt dafür dann Prüfer, die das nachvollziehen, ob meine Angaben stimmen. Und ich habe ein Konto, auf dem ich für diese Menge die Zertifikate nachweisen muss. Und ich bekomme aber erstmal einige Zertifikate kostenlos dafür, genau für meine Emissionsmenge. Diese Zertifikatsmenge, die errechnet sich aus sogenannten Benchmarks. Da gibt es festgelegte Standardwerte, 1 Tonne Stahl, die effizientesten Anlagen verursachen da so und so viel CO2-Emissionen. Und diese Menge, die bekomme ich erstmal zugeteilt. Und wenn ich dann hinterher nach einem Jahr dann nachweisen muss, dass ich für meine gesamte Produktion auch Zertifikate habe, dann muss ich eventuell Zertifikate am Markt dazu kaufen. Und ich als Anlagenbetreiber werde mir natürlich immer überlegen, wenn ich mehr CO2 verursache, ob es sich für mich lohnt, in Einsparmaßnahmen zu investieren, weil ich dann weniger Zertifikate brauche, oder ob es für mich günstiger ist, einfach nur die Zertifikate einzukaufen. Und deswegen ist auch der Preis der Zertifikate so entscheidend dafür, wie sich die Teilnehmer verhalten. Und das war das eine Beispiel aus der Industrie, und das Beispiel aus der Energiewirtschaft ist eigentlich ähnlich, nur dass die keine Zertifikate kostenlos bekommen, sondern wenn ich ein Kohlekraftwerk habe, muss ich für
alle Emissionen, die ich verursache, ein Zertifikat nachweisen. Ein Zertifikat ist immer für eine Tonne. Und die muss ich kaufen am Markt. Und die werden versteigert und dann auch gehandelt von der Bundesregierung. Svante, kannst du vielleicht nochmal sagen, wo ich da hingehen muss und wer das eigentlich kontrolliert? Also welche Entität sagen ja. Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht gesagt. Ne? Das stimmt. Wir haben die Deutsche Emissionshandelsstelle. Die ist beim UBA angesiedelt, beim Umweltbundesamt. Ich weiß gar nicht, wie viele tausend Leute da arbeiten, aber es sind einige damit beschäftigt, dieses ganze System zu überwachen, nachzuprüfen, die ganzen Statistiken zu erstellen. Genau, das wird über die DEST, Deutsche Emissionshandelsstelle, abgewickelt. Die macht alles, den nationalen Emissionshandel und auch den europäischen Emissionshandel. Ja, da geht man, genau. Da muss man sich melden, wenn man unter den Tatbestand der genau. Unternehmen fällt. Ja, dann war die Frage, was ich davon halte, wenn man CO2-Emissionen kompensiert durch Kauf von Zertifikaten. Da muss ich sagen, solange es so viele Überschüsse im Emissionshandel gibt, bringt es kaum was, wenn ich da ein paar Zertifikate rauskaufe. Das liegt daran, dass einfach bei einer Situation, wo total viele Zertifikate über sind, es nicht so einen großen Unterschied macht, wenn ich da jetzt noch ein paar zusätzlich rausnehme. Es gibt einfach bisher noch keine ausreichende Knappheit am Markt. Wenn diese Knappheit da ist oder wäre, dann würde es was bringen, weil dann würde ich ja sozusagen den anderen Zertifikate wegnehmen, in Anführungszeichen, und es würde tatsächlich zu einer zusätzlichen Einsparung an Emissionen kommen. Solange aber total viele Zertifikate über sind, ändert das gar nichts an den Emissionen von anderen, von der Industrie, ob ich da jetzt noch ein paar rauskaufe oder nicht. Also da würde ich eher empfehlen, das über weiß ich, Anbieter wie Atmosphäre oder ähnliche zu machen, die halt Einsparprojekte machen in anderen Ländern oder so, wo dann tatsächlich Emissionen reduziert werden. Aber wenn wir irgendwann mal richtige Knappheitspreise am Markt sehen, dann wäre ich da doch ein bisschen positiver gegenüber so einer Maßnahme. Ich nehme gleich drei Zuschauerinnen mit Wortmeldung rein. Jetzt haben wir ja in Deutschland den Kohleausstieg beschlossen. Kannst du, und die, das sind ja auch Anlagen, die dem europäischen Emissionshandel unterliegen würden. Was passiert denn mit den Zertifikaten, die jetzt sozusagen von RWE und Co. nicht mehr benötigt werden, weil sie ja vorzeitig rausgehen? Mhm. Was passiert dann mit den Zertifikaten? Was können die Mitgliedstaaten Staaten da machen? Oder was ja, das ist eine gute Frage, weil das auch lange ein Kritikpunkt am Emissionshandel war, oder das war immer so das Totschlagargument bei allen möglichen nationalen Maßnahmen. Das bringt ja nichts, weil wenn wir hier Einsparungen machen, dann werden die Zertifikate einfach nur von anderen Leuten in anderen Ländern verbraucht und es bringt für den Klimaschutz gar nichts. Das wurde immer als sogenannter Wasserbetteffekt bezeichnet. Seit der letzten Reform muss das aber nicht mehr so sein. Und zwar hat sich die Bundesregierung auch dazu entschieden, Zertifikate aus dem Markt zu nehmen, in dem Umfang, in dem der Kohleausstieg Einsparungen bringt. Also die zusätzlichen Einsparungen durch den früheren Kohleausstieg in Deutschland, die werden aus dem Markt rausgenommen und können dann nicht auch in anderen Ländern noch verbraucht werden. Der Teufel steckt natürlich auch hier wieder im Detail. Also wie berechnet man das eigentlich und welche Menge wird denn da rausgenommen und ist es dann wirklich 100% kompensiert? Soweit ich weiß, ist das auch noch gar nicht abschließend entschieden. Aber gibt zumindest jetzt die Möglichkeit für Mitgliedstaaten, Zertifikate stillzulegen, wenn sie über andere Klimaschutzinstrumente Einsparungen erreichen. Oder eine kann man, nee, die Menge weiß, kann man jetzt auch noch nicht so genau sagen. Also hat das einen Effekt auf die Preise oder so? Das ist wahrscheinlich zu gering oder kann man da überhaupt schon was zu sagen? Es gibt Untersuchungen dazu, welche Preiseffekte der Kohleausstieg selber hat.
Bei den Zertifikaten bin ich jetzt gerade nicht sicher, ob da, habe ich zumindest nicht im Kopf, müsste ich selber auch nachlesen. Dann gehen wir mal zu den Menschen, die die Hand gehoben haben. Da würde ich als erstes Höhnle Susanne bitten, ihr Mikrofon jetzt anzumachen und ihre Frage zu stellen. Höhnle Susanne. Entschuldigung, ich glaube, das war ein Fehler. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Okay, dann schalte ich sie wieder stumm. Und dann ist eine Frage von Karl-Heinz Schlüter. Karl-Heinz Schlüter müsste sich jetzt selber das Mikrofon, das rot gestrichene Mikrofon müssen Sie drauf, ja. So, jetzt geht's. Karl-Heinz Schlüter aus Uetersen. Schönen guten Tag. Ich interessiere mich dafür mal zu sehen, wie das funktioniert, wenn jetzt beispielsweise die Kohlekraftwerke vom Netz gehen, wie in Hamburg, ein großes Steinkohlekraftwerk. Haben die schon Zertifikate für dieses Jahr 2021 gehabt? Und wenn die jetzt gegen Geld, das also gute Zahlung, das ganz neue Kraftwerk stilllegen, und diese Zertifikate übrig haben, können Sie die dann selbst doch wieder verkaufen gegen Geld, entweder an andere Emittenten oder an den Staat? Oder wer ist da derjenige Akteur, der diese Zertifikate wirklich vom Markt nimmt? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, bekommt der Verkäufer oder der Abgebende noch Geld dafür? Ja, also Stefan, du bist stumm, aber ich denke mal, ich darf direkt antworten. Ja klar, also die Zertifikate, die liegen auf so einer Art Konto und die Emissionshandelsteilnehmer, die können auch tatsächlich Zertifikate horten über einen längeren Zeitraum. Die wurden sogar zwischen den Handelsperioden, war es sogar möglich, Zertifikate zu übertragen. Es kann durchaus sein, dass jetzt Industrieunternehmen Zertifikate noch rumliegen haben, die sie mal irgendwann für 5 Euro gekauft haben. Und das ist irgendwo auch Teil des Systems, dass man so ein bisschen darauf wetten kann, ob der Zertifikatspreis steigt oder sinkt. Und es gibt ja auch mittlerweile tatsächlich Investmentunternehmen, die auch mit Zertifikaten handeln, ohne dass sie selber eine Industrieanlage haben. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Genau, die Frage war jetzt, wenn ein Kraftwerk stillgelegt wird, dann können die Zertifikate, die das Kraftwerk nicht mehr braucht, wenn die da noch auf diesem Konto liegen, können die noch wiederverkauft werden. Aber jetzt im Bereich der Industrie würde jetzt natürlich die Anlage, wenn sie nicht mehr am Markt ist, würde jetzt keine kostenlosen Zuteilungen mehr bekommen oder so. Das wäre ausgeschlossen. Dankeschön. Matthias Zellinger, bitte Ihre Frage. Bitte schalten Sie sich mit Ihrem. Ja. Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank für den super Vortrag. Ich hätte eine Rückfrage zu dem, was Sie eben gesagt haben über das Rauskaufen aus dem Markt, dass Sie das nicht für sinnvoll halten. Ist nicht unabhängig von dem Zeitpunkt und dem Preis, in dem Augenblick, wenn ein Zertifikat aus dem Markt genommen wird, dies definitiv eine vermiedene Tonne CO2 und damit gerade in Zeiten von niedrigen Preisen geradezu eine attraktive Möglichkeit, definitiv am Ende und in der Summe Emissionen zu vermeiden, weil es steht ja dem ETS nicht mehr zur Verfügung. Und deshalb sozusagen würde ich es eher umdrehen, wie Sie gesagt haben, sondern solange das Zeug günstig ist und viel im Markt ist, jetzt wegkaufen, genau wie andere sie hedgen. Sie haben eben von dem 5-Euro-Zertifikat gesprochen. Deshalb hat mich eben ein bisschen gewundert, dass Sie jetzt gesagt haben, das ist eher nicht sinnvoll. Mein Eindruck wäre vom System her gewesen, eigentlich nur zu, kauft das Zeug weg, wie es geht, wenn ihr Klimaschutz betreiben wollt. Ob man für dasselbe Geld womöglich längerfristige höhere Klimawirkungen mit anderen Projekten hinkriegen würde, mal außen vor gelassen. Ja, also ich kann die Position verstehen, bleib aber bei meiner Aussage von eben, dass es nur funktioniert, wenn es schon eine gewisse Knappheit am Markt gibt.
Es gab auch eine Zeit lang tatsächlich die Überlegung, sollte man nicht einfach alle Überschüsse aus dem Emissionshandel rauskaufen und dann ist das Problem gelöst? Von der Grundidee her ja, nur wir haben so viele Millionen, hunderte Millionen Zertifikate zu viel, die muss man erstmal alle rauskaufen. Also blöderweise weiß ich jetzt gerade die exakte Zahl nicht genau, aber ich glaube, es ist über 500 Millionen Zertifikate zu viel im System. Und wenn die dann 25 Euro kosten, kann man sich ausrechnen, was das bedeutet. Und wenn ich jetzt als Einzelner sage, ich möchte zum Beispiel meine Flugreise kompensieren oder so, dann bringt diese kleine Menge an Zertifikaten, die ich dann aus dem System nehme, überhaupt nichts, weil die sind sowieso alle zu viel. Und wir haben jetzt dieses Instrument der Marktstabilitätsreserve. Dieses Instrument soll genau dafür sorgen, dass diese Überschüsse aus dem Markt rauskommen und erstmal in so einen Topf zur Seite gelegt werden. Wenn es dann wieder Knappheiten am Markt gibt, dann kann wieder was aus der Reserve zurückgehen. Aber in diesem Instrument ist auch vorgesehen, dass dann Zertifikate irgendwann endgültig gelöscht werden und dann wirklich dem System entzogen sind und dann wirklich eine Einsparung gebracht haben. Und wenn ich mich jetzt so als kleiner Einzelverbraucher versuche, jetzt da in dieses Instrument einzumischen und durch meinen kleinen Zertifikatskauf da irgendwas zu bewirken, ja, ganz ehrlich, ich glaube, das bringt eigentlich nichts. Also darf ich noch einen Satz? Also Point taken, ja. Auf der anderen Seite jetzt gerade die Frage des Zeitpunktes, ob ich das Zertifikat jetzt oder in 15 Jahren, wenn die tatsächlich extrem knapp sind, beseitige, bleibt eine Tonne doch eine Tonne. Also ich muss ehrlich sagen, da habe ich ein Verständnisproblem. Dass die Marktstabilitätsreserve dasselbe bringt, ist natürlich richtig. Aber sie bringt es ja eh on top. Also wenn ich es jetzt rauskaufe, ist das ja keins, das über die Marktstabilitätsreserve parallel verschwindet, sondern dann verschwindet ein zusätzliches. Also eins wegkaufen heißt, egal wann, aber eine Tonne weniger. Ich glaube, genau diesen Punkt würde ich anders sehen. Ich glaube, die Marktstabilitätsreserve, die richtet sich schon nach der Knappheit am Markt und nimmt so viel raus, wie es sozusagen gerade noch geht. Es schöpft eigentlich nur so ein bisschen das ab, was sowieso zu viel über ist, aber nicht so weit, dass es eine echte Knappheit gibt. Ich habe das gerade mal ein bisschen laufen lassen, um einmal kurz einen kleinen Disput hier zu haben, weil das sind nämlich immer genau, das ist jetzt sehr typisch gewesen. Svante hat das eben gesagt, es gibt in der Wissenschaft oder unter Expertinnen und Experten wirklich unterschiedliche Grundüberzeugungen und Verständnisse davon, wie das läuft. Ich nehme mal kurz eine Frage aus dem Chat mit raus, weil da war nochmal die Frage, dass es beim BEGH, also beim Brennstoffemissionshandelsgesetz, gibt es keine Mengenbegrenzung. Und deswegen hätte es gar keinen Zweck, da was wegzukaufen. Genau das ist der Fall. Das ist ja der Fall. Wir haben ja, das heißt zwar Brennstoffemissionshandel, aber es ist gar keine Mengensteuerung, sondern es ist eine Preissteuerung. Das hatten wir im ersten Teil natürlich nochmal. Da kann man überhaupt nichts kaufen. Das ist ja dieser Preisaufschlag. Und ob es irgendwann mal zu so einer Veräußerung von, also ob man überhaupt irgendwann mal was kaufen kann, das wissen wir ja noch gar nicht. Also beim nationalen CO2-Preis nichts kaufen, da gibt es nichts zu kaufen. Da gibt es den Aufschlag obendrauf. So, jetzt eine kleine Sache, die machen wir auch schon jedes Mal. Eine Umfrage nämlich noch, weil wir gerne wissen wollen, woher die Leute kommen, die uns so zugucken und wieso sie heute hier sind und ob sie alle Teile besucht haben. Vielleicht können Sie kurz mal klicken. Das ist auch nicht rückverfolgbar. Wir wissen nicht, woher Sie kommen dann. Es ist einfach nur so, um zu gucken, ob wir auch ein bisschen raussenden aus unserem, ja, ich sag mal, Stammmilieu. Ja, sehr schön. Sehr schön. Es freut mich sehr, oder es freut uns sehr, dass viele guten zwei Drittel etwa diesen Grundkurs in mehreren Teilen besucht haben. Dann beende ich jetzt die Umfrage. Letzte Chance für Sie mitzumachen. Dankeschön. Und würde noch einmal gucken, welche Menschen sich hier noch gemeldet haben. Und würde Diethelm Messinger bitten, was zu sagen. Falls sich jetzt Menschen wundern, wieso hier nur männliche Menschen zu Wort kommen, es hatten sich keine anderen Menschen gemeldet.
Da passen wir natürlich drauf auf und quotieren auch entsprechend. Jetzt Dietel Messing, bitte. Messinger, bitte. Hallo. Ja, hallo. Kann man mich verstehen? Ja. Ja. Ich habe bei klar, ja, Dietel Messinger aus Ludwigshafen. Ich habe bei klar die Diskussion mit den Zertifikaten verfolgt. Vielleicht muss man noch mal kurz erklären, wie sich das, die Zertifikate auf die Zeiträume beziehen. Ist ein Zertifikat, das zum Beispiel für ein Jahr, sagen wir mal 2019, gültig ist und nicht verbraucht wurde, ist das dann im Jahre 2020 oder 2021, kann das dann noch halt verbraucht werden? Und ja, wie ist einfach die Relation zu den Zeiträumen? Oder ist es so, wenn eine Firma zum Beispiel ein gewisses Anteil von kostenlosen Zertifikaten zur Verfügung gestellt wird, gelten diese kostenlosen Zertifikate jedes Jahr wieder im selben Umfang? Also jedes Jahr wegen mir 100.000 Zertifikate, wenn Sie 80.000 verbrauchen, sind 20.000 über und können Sie dann im nächsten Jahr dann mehr oder weniger dann nachverbraucht werden. Das würde vielleicht helfen, um da besser zu verstehen, wie das Ganze zusammenhängt und wie es ist, wenn man Zertifikate halt rauskauft. Ja, also die Zertifikate, die gelten eigentlich immer für eine Handelsperiode. Von daher ist diese Übertragung in die nächsten Jahre, die ist gegeben. Eine Handelsperiode, also die jetzige 2021, die soll bis 2030 noch gehen. Und in der Vergangenheit gab es aber auch schon die Möglichkeit, Zertifikate von einer Handelsperiode in die nächste zu übertragen. Das heißt, ja, eigentlich ist dann die Emission in einem Jahr, wird im Endeffekt genauso gehandelt wie die Emission in, weiß ich mal, 8 Jahre später oder so. Gut, jetzt geht es weiter im Text. Swantje hat nämlich noch weitere Folien und Erörterungen zum Blick in andere Länder, also Europa sowieso, aber auch noch weltweit, wie da CO2-Bepreisungsregime aussehen und auch, was sie da eigentlich schon bewirkt haben oder inwiefern die schon etwas bewirkt haben in puncto Emissionsminderung. Und danach machen wir nochmal eine kleine Fragerunde. Genau, ich habe jetzt nicht viel Zeit, einen Rundumschlag in alle möglichen Länder zu machen, aber ich gebe mal einen kurzen Überblick und kann vielleicht auch einfach ein bisschen Literatur empfehlen dazu. Das ist noch die letzte Folie von eben. Also vielleicht mal eine Gesamtperspektive, dass CO2-Preise wirklich weltweit auf dem Vormarsch sind und sich immer weiterentwickeln. Es gibt 61 Emissionsbepreisungssysteme. Davon sind 31 Emissionshandel und 30 CO2-Steuern. 46 auf nationaler Ebene und 32 dann auf subnationaler. Und diese Emissionshandel decken 22% der globalen CO2-Emissionen ab. Das ist nicht so viel wie jetzt hier in Europa mit der Hälfte, aber immerhin. Und nochmal wieder der Verweis auf das Aufkommen. 2019 sind durch den Verkauf von CO2-Zertifikaten oder durch CO2-Steuern 45 Milliarden Euro Aufkommen zusammengekommen. Ich empfehle sehr die Literatur dazu von der World Bank. Die haben da immer so eine ganz schöne jährliche Publikation, wo die so einen schönen Überblick geben über CO2-Bepreisung in verschiedenen Ländern. Hier ganz rechts, jetzt habe ich eingeblendet eine Grafik. Wahrscheinlich kann man da jetzt keine Details erkennen, weil das zu klein ist. Aber das ist so eine Säule, die geht von unten 0 bis ganz oben 120 Euro. Und hier eingetragen sind die verschiedenen CO2-Bepreisungsmechanismen. Ja, und da kann man jetzt so ein paar Länder habe ich da mal eingetragen. Frankreich CO2-Steuer mit 49 Euro, die Schweizer CO2-Steuer mit 100 Euro und ganz oben die schwedische CO2-Steuer mit 120 Euro.
Ganz schön finde ich auch diese Übersicht. Muss man sich ein bisschen reindenken, aber im Endeffekt zeigt sie, wo es Emissionshandel und zusätzlich nationale Bepreisungen gibt. Deutschland ist hier noch grün. Das war, bevor wir unseren nationalen Emissionshandel eingeführt haben. Und alle Länder, die so hier so gestrichelt dargestellt sind, die haben entweder sie haben es schon eingeführt oder sie diskutieren gerade darüber, neben dem Emissionshandel auch noch ein nationales CO2-Preisinstrument zu haben. Es wird ja manchmal so dargestellt, als wären wir hier in Deutschland die Einzigen, die sowas machen würden. Das ist weit gefehlt. Viele andere Länder machen das schon lange. Und das ist eigentlich gang und gäbe, dass gerade im Bereich Wärme und Verkehr auch CO2-Preise erhoben werden. Wenn man jetzt diesen internationalen Vergleich macht, ist es ganz wichtig, nicht nur auf die CO2-Preise selber zu gucken. Also diese Grafik, die ich da eben gezeigt habe mit dieser Skala von 0 bis 120 Euro, die ist auch ein bisschen missverständlich vielleicht, wenn man nicht noch dazu anschaut, welche Energiesteuern die Länder haben. Weil in der Regel sind ja diese zwei Instrumente, die bei den Brennstoffen anfallen. Einmal Energiesteuern, also die normalen Kraftstoffsteuern oder Heizstoffsteuern auf Diesel, Benzin, Heizöl und so weiter und dazu noch die CO2-Steuern. Und welchen Unterschied das macht, das zeigt diese Grafik. Also ich gucke mir jetzt mal beispielsweise an Schweiz auf der rechten Grafik ganz oben. Die haben eine relativ hohe CO2-Steuer, aber eben nur eine sehr geringe zusätzliche Energiesteuer. Und wenn man nur die CO2-Steuern anguckt, dann ist das einfach nur die halbe Wahrheit. Und deshalb finde ich das sehr wichtig, an dieser Stelle nochmal darauf zu verweisen, dass man gerade bei internationalen Vergleichen immer beides berücksichtigen sollte. Hier ist Deutschland auf der linken Seite noch eingetragen, nur mit der Kraftstoffsteuer. Also hier auf der linken Seite sehen wir den Verkehrsbereich, auf der rechten Seite den Wärmebereich. Und bei Deutschland würde jetzt also noch ein kleiner dunkelblauer Balken dazu kommen, wenn jetzt der CO2-Emissionshandel auf nationaler Ebene dazu gezählt wird. Genau, Deutschland ist also bei den Kraftstoffsteuern hier mit im oberen Drittel dabei, umgerechnet ungefähr 210 Euro pro Tonne CO2, bei Heizstoffen eher im Mittelfeld. Weiß nicht, vielleicht ist es zu klein, um das zu sehen, hängt vielleicht auch von Ihrer Bildschirmgröße ab, ob Sie es jetzt erkennen konnten. Falls nicht, empfehle ich die OECD-Quelle, der Titel war irgendwas mit Energy Taxation. Das findet man dann schnell. Vielleicht noch mal kurz jetzt einen Blick auf unterschiedliche Länderbeispiele. Großbritannien hat beispielsweise diesen CO2-Mindestpreis in der Stromerzeugung und der wird immer so als Paradebeispiel für ein sehr wirksames Instrument genannt, weil der Anteil der Kohle an der Stromerzeugung ist wirklich direkt zurückgegangen, als sie dieses Instrument eingeführt haben, von 41% in 2013 auf weniger als 8% in 2017. Und ja, eigentlich haben jetzt praktisch überhaupt keinen Kohlestrom mehr im System. Schweden ist immer ein schönes Beispiel für eine CO2-Steuer außerhalb des Emissionshandelssektors und eine Steuer, die es auch schon sehr lange gibt, wo es auch viele Untersuchungen zu gibt und die Emissionen sind in Schweden auch deutlich gesunken seit Einführung der Steuer um 26%. Und Experten werten die Steuer als sehr wichtiges Instrument dabei. British Columbia wird gerne genommen, weil die ihren CO2-Preis wirklich auf einen Großteil ihrer Emissionen erheben, auf 70%. Und da hat man auch einen sehr großen Effekt gesehen seit 2008. Als Beispiel wird hier genannt, viele Investitionen in grüne Technologien, doppelt so viele wie im kanadischen Durchschnitt. Und das führen eben viele auch auf diese CO2-Steuer zurück.
Ich glaube, das Schweizer Beispiel gucken wir uns jetzt mit Blick auf die Uhr nicht mehr so intensiv an. Das hatte ich jetzt auch nur dazu genommen, weil es so viele Nachfragen dazu gab. Vielleicht da nochmal kurz die Erläuterung, dass ja, das Besondere ist, dass die Einnahmen aus dem CO2-Preis als Pro-Kopf-Pauschale zurückgegeben werden an die Bevölkerung, und zwar 2/3 davon. Und die Privatpersonen erhalten eine Rückerstattung in Höhe von 64 Schweizer Franken, und Unternehmen erhalten 100.000 Schweizer Franken, pro 100.000 Lohnsumme auch einen Betrag zurück. Finde ich einen ganz interessanten Ansatz, diese Rückerstattung pro Lohnsumme zu machen. Das ist ja auch irgendwie ein Anreiz für mehr Beschäftigung und höhere Löhne. Ja, und 1/3 geht in die energetische Gebäudesanierung. Also die Schweiz ist immer so ein gern genommenes Beispiel, wenn es um die Frage der Verwendung der Mittel geht. Zum Schluss noch ein bisschen ein motivierendes Zitat von meiner Seite von Barack Obama. Wir sind die letzte Generation, die den Klimawandel erleben wird. Wir sind nicht die letzte Generation, die den Klimawandel erleben wird, aber wir sind die letzte Generation, die etwas gegen den Klimawandel tun kann. Und ja, in diesem Sinne fand ja auch diese Workshop-Reihe statt, und ich habe gedacht, das setze ich nochmal ans Ende, um nochmal ein bisschen positive Aufbruchsstimmung zu schaffen. Und ich gebe jetzt wieder zurück an Stefan. Ja gut, wir brauchen positive Bilder und gute Ausblicke. Ja, danke, Svante. Ich wollte nochmal Menschen ermutigen, wenn sie Fragen haben, dass sie gerne die Hand heben, sodass wir da so ein bisschen eine Vielfalt reinkriegen. Ein paar Leute haben jetzt schon zweimal die Hand gehoben, waren auch gestern schon mal da und so. Ich würde gerne vielleicht einfach nochmal ermutigen, es gibt ja keine blöden Fragen, und Svante hat, glaube ich, wirklich auf alles eine Antwort. Zumindest eine Meinung. Eine gute Meinung, und deswegen fragen Sie bitte. Stefan, kannst du noch mal fragen, was von FA gefragt worden ist? Ich habe eine Frage gefunden, die ich auch ganz spannend finde. Ist relativ frisch reingekommen. Warum ist es denn nicht zu schaffen, es ist eine sehr weite Frage, denke ich. Warum ist es denn nicht zu schaffen, den Emissionshandel komplett anders auszurichten und nicht der Industrie das Wort zu reden? Warum bekommt die Industrie in diesem System Zertifikate geschenkt? Das ist die Frage. Svante gestellt wird. Ja, warum ist das so? Eigentlich ist es eine sehr allgemeine Frage, weil die könnte man genauso stellen für alle möglichen anderen Klimaschutz. Bereiche, wo man sagt, eigentlich ist doch völlig klar, was getan werden muss und wie wir da hinkommen. Die Lobby der Industrie ist einfach ziemlich stark, und da gibt es tatsächlich ja noch viele Unternehmen, die einfach klimaintensiv sind und gleichzeitig aber auch viele Arbeitsplätze vorzuweisen haben, und die haben dann halt auch ein schlagkräftiges Argument, wenn sie hingehen zu den Politikern und sagen, Leute, ihr könnt uns nicht diesen CO2-Preis aufbrummen, sonst müssen wir abwandern in andere Länder. Und man kann ja diese Argumente auch nicht komplett wegwischen und sagen, das ist Unsinn, sondern man muss dann Lösungen dafür finden. Aber ich glaube, in vielen Bereichen ist einfach die Lobby der etablierten Strukturen oft stärker als die Lobby derjenigen, die eine Chance haben, hätten, eigentlich durch ihre klimafreundlichen Produkte in den Markt zu kommen. Das vielleicht so als globale okay. Antwort, aber das kann man wahrscheinlich auch politikwissenschaftlich noch viel genauer untersuchen, warum eigentlich da die Lobbyinteressen so einen großen Einfluss haben. In Brüssel übrigens fast noch größer als auf nationaler Ebene, habe ich manchmal die Wahrnehmung. Ja, also allein wenn man sich anguckt, wie viele Lobbyorganisationen für die Industrie in Brüssel sind im Vergleich zu Umweltlobbyorganisationen, das ist einfach wirklich so ein David gegen Goliath Gefühl, glaube ich. Also auch die Leute, die da in Brüssel dran arbeiten, fühlen sich, glaube ich, oft so.
Man kann da vielleicht noch ergänzen, was wir auch schon gestern, glaube ich, hatten, dass es jetzt ja eine Diskussion gibt, inwiefern diese freie Zuteilung an die energieintensive Industrie bis zum Get-No fortgeführt werden soll oder ob man nicht lieber auch von den Erlösen der CO2-Bepreisung den Unternehmen so eine Art Ausgleich dafür zahlt, dass sie in klimaschonende Anlagen und Produktionsweisen investieren. Also das ist dieses Standardbeispiel für grünen Stahl zum Beispiel. Das ist sehr energieintensiv, emissionsintensiv, die Stahlherstellung. Aber auch der Umbau von so einem Hofofen oder so einer ganzen Produktionsstrecke ist sehr teuer. Und da sagt man, okay, wir geben euch Geld, damit ihr umrüstet, aber nicht mehr die freien Zertifikate. Ihr müsst schon etwas tun. Aber es gibt so eine Art, ja, so ein EEG auf grünen Stahl, also für die Umrüstung. Stefan, sagst du noch eine Frage? Ja, ich habe noch zwei Fragen, die dann, da muss Svante einfach schauen, was sie da, also wie weit sie besonders die Frage, ich hoffe auch auf Informationen zu China und anderen Schwellenländern, ob du da kurz drauf eingehen kannst. Und dann noch eine, glaube ich, relativ einfach zu beantwortende Verständnisfrage. Wenn die Emissionseinsparungsziele erhöht werden, also die zu emittierende CO2-Menge verringert wird, müssten, wenn man Knappheit erzielen und damit den Anreiz zum CO2-Sparen setzen möchte, doch von den EU-Zertifikaten vom Markt genommen werden. Stimmt das und passiert das? Ja, ich konnte die Frage jetzt nicht mitlesen, weil ich sie in den F&A nicht gesehen habe, aber ich, ja, ganz genau. Also es geht darum, diese Knappheit zu schaffen und damit die Gesamtmenge zu reduzieren. Und, also es geht die neuen Einsparziele, die sich die EU gesetzt hat und ob da das jetzt auch zurückwirkt auf den Zertifikatenhandel. Ach so, ja, also ganz genau, das wird auch wirken. Also der erste Schritt war jetzt die Diskussion oder die jetzt gerade noch stattfindet, die Diskussion, wie das Klimaziel verschärft wird. Und dann wird es auch direkt übersetzt werden auf die Zertifikate im Emissionshandel und eben auf diese Effort-Sharing-Regulierung. Es gab, glaube ich, auch von in Deutschland schon erste Stimmen, wie Deutschland sein Klimaziel anpassen muss, wenn das jetzt auf EU-Ebene verschärft wird. Und das wirkt sich auf jeden Fall aus. Und das sind auch die Diskussionen, die uns in den kommenden Monaten, die wir erwarten, dass dann darüber gesprochen wird, wie wird jetzt der Emissionshandel weiterentwickelt, um den neuen EU-Zielen gerecht zu werden. Also wir werden mindestens eine stärkere Löschung von Zertifikaten aus der Marktstabilitätsreserve sehen und dieser lineare Reduktionsfaktor wird angepasst werden müssen und so. Und da ist aber natürlich immer die Frage, wie stark. Frage zu China war noch, glaube ich. CO2-Preise in Entwicklungs- und Schwellenländern. Da muss ich zugeben, ich habe jetzt keinen Überblick über alle Entwicklungen in allen Ländern und kann da einfach nur verweisen auf diese Publikation der Weltbank. Die ist wirklich sehr gut und übersichtlich und ist auch in so einem knappen Format. Ich glaube, es gibt eine Kurzfassung und eine Langfassung oder man kann zu jedem Land sogar noch einen Report runterladen. Von daher gerne da mal nachlesen. Ein prominentes Beispiel ist jetzt aber in der Tat China, die jetzt gerade einen Emissionshandel einführen. Da gibt es sicherlich auch wieder ein paar Kritikpunkte, was sie hätten besser machen können und auch wieder zu viel Ausnahmen und so. Aber das ist schon ein starkes politisches Signal, wenn China jetzt so einen Emissionshandel einführt und dann hoffentlich nach und nach auch ernst macht mit dem System, dass ja, die haben einfach verursachen einen Großteil der CO2-Emissionen und hoffentlich ziehen die auch dann wieder weitere mit oder es wird immer einfacher, auch auf internationaler Ebene sich auf was zu einigen. Vielleicht sehen wir irgendwann noch den globalen Emissionshandel. Ja, aber so lange können wir nicht warten und uns nicht darauf verlassen. Wir haben ein bisschen Zeit, nicht jetzt in dem Seminar, aber so insgesamt, ne, mit Klima. Dann gucke ich jetzt mal in die Liste und da sehe ich Katrin Künzel. Da können Sie jetzt Ihre Frage stellen. Katrin Künzel, hallo. Ja, guten Tag. Ich hätte eine Frage
vielleicht um das ein bisschen einzuschätzen im Vergleich. Es gibt ja noch mehr Instrumente, die zum CO2-Sparen animieren sollen, wie zum Beispiel die nicht finanzielle Berichterstattung, also die CSR-Richtlinie oder auch die EU-Taxonomie. Wie wichtig sehen Sie im Vergleich den CO2-Preis? Also im Vergleich ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen. Ich würde sagen, es ist alles wichtig und hat alles seine Berechtigung und wir müssen auf allen Ebenen so viel Klimaschutz versuchen, wie es geht, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Von daher hat der CO2-Preis seine Rolle und seine Berechtigung und könnte noch viel mehr leisten, wenn die Preise höher wären. Aber die anderen Maßnahmen sind genauso wichtig und können, wenn sie zusammenwirken, auch richtig schlagkräftig sein. Also der CO2-Preis braucht eigentlich auch diese flankierenden Instrumente, um so richtig wirksam zu werden. Und EU-Taxonomie ist vielleicht ein ganz interessantes Beispiel oder ein ganz schöner Punkt, weil da geht es ja da um die Frage, welche Investitionen zukünftig als nachhaltig eingestuft werden dürfen. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Hebel, um das Geld in die richtige Richtung zu lenken irgendwann mal. Ich glaube, derzeit gibt es noch sehr viele Investoren, die behaupten, dass sie nachhaltig investieren. Und wenn man genau hinguckt, dann stecken da doch Investitionen in Kohlekraftwerke noch mit drin. Und deswegen ist diese EU-Taxonomie, die ja gerade entwickelt wird, für verschiedene Umweltbereiche sehr wichtig, damit man da mal so einen einheitlichen Rahmen hat und auch wirklich eine Referenz, ob jemand wirklich nachhaltig investiert oder nicht. Danke. Dann Carla Schulte-Fischedick. Hören Sie mich jetzt? Ja. War eigentlich noch die Frage aus der vorherigen Meldung Runde, aber ich hatte jetzt auch schon wieder eine neue Frage, die muss ich jetzt bloß gerade, ach so, beziehungsweise doch nochmal wichtig, zählt eigentlich Torfabbau und Trockenlegen von Mooren zu Landwirtschaft oder wie wird dieses erfasst? Jein, also das wird immer noch extra gezählt, weil das ein Bereich ist, der ja sogar negative Emissionen bringen kann. Und deshalb ist er auch in den ganzen Klimaverhandlungen immer noch so als ein separater Bereich. Aber die Emissionen werden zur Landwirtschaft gezählt, aber im politischen Bereich wird das immer noch mal gesondert gewertet. Danke. Und dann Nick Holzberg. Hallo. Hallo, kann mich hören? Ja. Ich hatte noch eine Frage bezüglich so der Schnittstelle mit Offsetting-Mechanismen oder so Carbon-Capture-Mechanismen. Also wenn ich mir vorstelle, dass der Preis jetzt irgendwie doch signifikant ansteigt im Emissionshandel, wird es ja immer attraktiver, falls es möglich wäre, statt Zertifikate zu kaufen, Offsetting zu betreiben als Industrieunternehmen beispielsweise. Ist das irgendwie möglich innerhalb des Systems? Und wenn ja, gibt es da Studien zu, ob das wirklich sozusagen signifikante Ausmaße annehmen wird in der Zukunft oder könnte. Genau. Ja, ich muss zugeben, dass ich mich damit nicht 100% also auskenne. Ich weiß, dass es im Emissionshandel Zertifikate gibt, die nicht sozusagen durch Einsparungen bereitgestellt werden, also hier, sondern es gibt die flexiblen Mechanismen, die es erlauben, Zertifikate zu generieren durch Einsparungen in anderen Ländern. Und das sind ja dann diese Offsetting-Maßnahmen. Da gibt es sehr viel Diskussion darum, wie wirksam das ist, weil man immer die Schwierigkeit hat, dass man ausrechnen muss, wie viele Einsparungen denn diese Maßnahme tatsächlich zusätzlich bringt. Und diese Zusätzlichkeit, das ist immer so ein großer Diskussionspunkt und das hat sich auch methodisch weiterentwickelt. Ich finde es gefährlich, sich nur darauf zu verlassen. Also wenn man sagt, so lasst uns doch einfach in Deutschland weitermachen wie bisher und wir bringen unsere Klimaschutzziele einfach dadurch, dass wir in ganz viele Einsparungen woanders investieren. Der Grund ist, dass die anderen ja
auch für sich einsparen müssen. Wir können ja nicht allen anderen einfach ihre, ich sag mal, niedrig hängenden Früchte, ihre billigen Einsparmaßnahmen wegkaufen und sie dann mit ihren Klimazielen quasi alleine lassen. Das finde ich auch aus Gerechtigkeitsgründen einfach nicht so ganz korrekt. Ich kann verstehen, dass es so ein ergänzender Mechanismus ist und glaube auch, dass wir eine wichtige Rolle haben, Klimaschutz in anderen Ländern voranzutreiben und auch solche Offsetting-Projekte bestimmt da was bringen können. Aber das jetzt so im ganz großen Stil zu betreiben, sehe ich eher kritisch. Ich glaube, da muss jeder seine Hausaufgaben machen und versuchen, so viel einzusparen bei sich zu Hause, wie es geht. Ja, sehen wir auch kritisch. Zumal wir ja auch als Deutschland eigentlich zu den reichsten Industrienationen gehören und eigentlich das Geld haben, selber Geld in die Hand zu nehmen und selber bei uns zu investieren, also die neuen Technologien zu entwickeln, die auch einen Stahlofen klimaneutral machen. Ja, das ist wirklich auch einer, jetzt in der Böll-Stiftung würde ich sagen, einer der größten und stehenden Kritikpunkte, also diese flexiblen Mechanismen, diese Clean Development Mechanisms, dieses Freikaufen, eigentlich eine moderne Form des Ablasshandels, anstatt zu Hause die Hausaufgaben zu machen. Und ich kopiere auch gleich nochmal einen Link rein von der Organisation Carbon Market Watch, die auch bestimmte Unternehmen da finden, was da alles Lustiges und nicht dem Klima wirklich Hilfreiches finanziert wird, damit man dann zu Hause keine Emissionszertifikate kaufen muss oder klimaschonender produziert und arbeitet. Da nehme ich jetzt gerne noch eine weitere Person mit so einer Frage rein. Danke erstmal Nick für die Frage und versuche jetzt nochmal jemanden zu nehmen, der noch gar nicht dran war. Arne Stuttgart. Arne aus Stuttgart, oder? Genau. Hallo Arne Stuttgart. Hallo zusammen, kann man mich hören? Ja. Super. Der letzte Punkt ist eigentlich eine tolle Überleitung, so Thema Emissionen auslagern. Meine Frage ist nämlich global gedacht. Wir haben jetzt viel über EU-Emissionshandel und nationalen Emissionshandel gesprochen. Wenn ich jetzt mal in die Zukunft schaue und überlege, dass wir unsere Energieerzeugung, sagen wir, auf möglichst 100% Erneuerbare umstellen, müssen ja die Ressourcen und gerade die seltenen Erden auch irgendwo herkommen. Und die kommen im Zweifel halt nicht aus der EU, sondern aus Südamerika zum Beispiel, wo für den Gewinn dieser Ressourcen natürlich sehr viel Energie wiederum gebraucht wird. Also wie kann vermieden werden, dass wir zwar in der EU die grüne Wende schaffen, aber nicht alle anderen Länder außenrum, dadurch umso mehr Emissionen ausstoßen, weil eben sehr viel Energie für die Ressourcen gebraucht werden. Und ist ein globaler CO2-Grenzausgleich in dem Zusammenhang realistisch? Okay, danke für die Fragen. Die sind beide nicht ganz ohne, tatsächlich. Also klar, bei vielen Klimaschutzbereichen, da stellt sich auch direkt die Ressourcenfrage und die Gerechtigkeitsfrage. Ich denke jetzt auch gerade an Elektromobilität und die Rohstoffe, die dafür gebraucht werden und die werden in anderen Ländern abgebaut und so. Ich kann mir gut vorstellen, dass man auch hier immer mehr in eine Gerechtigkeitsfrage reinläuft, auch irgendwie eine Frage, wie man mit Entwicklungsländern umgeht. Und ich finde das total wichtig, das im Blick zu behalten. Ich habe da aber auch keine Patentantwort drauf, wie man das gut hinkriegt. Ich weiß nur, dass es kein Totschlagargument sein kann, deshalb Elektromobilität sein zu lassen oder so, weil da gibt es einfach genug Untersuchungen, dass im Endeffekt genug Ressourcen da wären für eine bestimmte Menge und dass das natürlich alles viel effizienter sein müsste und dass man auf die Standards beim Abbau und so achten muss. Ja, aber einfach der Beitrag zum Klimaschutz ist so wichtig, dass man das deshalb nicht sein lassen sollte, sondern eher versuchen sollte, die Bedingungen zu verbessern. Die zweite Frage war zum globalen Grenzausgleich. Ja, damit könnte man eigentlich auch noch ein eigenes Seminar füllen. Wir haben da, glaube ich, gestern oder war es vorgestern, weiß ich gerade gar nicht, auch schon mal drüber gesprochen. In der Diskussion sind ja sogenannte Border Carbon Adjustment Mechanismen, also Grenzausgleichmechanismen, um unterschiedliche CO2-Bepreisungen
anpassen zu können und dadurch auch ein bisschen diese Wettbewerbsverzerrung zwischen verschiedenen Ländern auszugleichen. Ich finde das einen sehr interessanten Ansatz und ist auch eine gute Idee, um dieses Totschlagargument der Industrie entkräften zu können, sodass sobald ein CO2-Preis gilt, hätten sie so einen riesen Wettbewerbsnachteil. Deshalb muss man auch bei der Entwicklung dieser Instrumente weiterdenken. Es ist aber nicht ganz ohne. Also der Teufel steckt auch hier im Detail, wenn man sich da mal überlegt, wie will man das Ganze eigentlich machen, wird es dann schon sehr schnell sehr komplex. Ich kann da einfach nur noch mal empfehlen, dass wir einen Policy Brief dazu geschrieben haben beim FÖS. Finden Sie auf unserer Homepage, wo wir so die wichtigsten Fragen und Ausgestaltungsmöglichkeiten mal aufgeschrieben haben. Vielleicht, um das mal so kurz anzureißen, man kommt sehr schnell zu der Frage, welche Produkte denn da überhaupt einbezogen werden sollen. Also ist es nur die Tonne Stahl, die importiert wird, die man sich angucken muss? Oder auch das Auto, das dann Stahl enthält, weil sonst kommt man vielleicht auch zu Fehlanreizen, dass dann der Stahl eben in anderen Ländern verbaut wird und das Auto importiert wird, wenn das Auto nicht bepreist wird. Also man muss eigentlich, wenn man das System zu Ende denkt, müsste man für jedes Produkt einen CO2-Fußabdruck haben, um dann sagen zu können an der Grenze, hier steckt so und so viel CO2 drin und das wurde noch nicht bepreist und darum machen wir hier jetzt noch ein extra Preisschild drauf. Ja, das vielleicht, um das Thema so ein bisschen anzureizen. Ich finde es sehr spannend und bin selber auch, freue mich auf die weitere Diskussion, die es ja auch auf EU-Ebene dazu gibt. Danke, Swantin. Jetzt haben wir auch nochmal Ideen für weitere Grundkurse, die dann aber wahrscheinlich nicht mehr Grundkurs heißen dürfen, sondern eher die nicht mehr das Pro-Seminar, sondern das Hauptseminar, wenn wir dann in so Feinschmecker-Themen einsteigen wie Grenzausgleichmechanismen. Jetzt sind wir angekommen am Ende unseres dreiteiligen Online-Seminars zur CO2-Bepreisung. Vielen Dank für das rege Interesse, vielen Dank für Ihre Fragen. Es tut mir leid, dass wir wirklich jetzt nicht alle Fragen beantworten können. Sie kennen das, es ist immer nur begrenzt Zeit da. Vielleicht nochmal so ein kleines politisches Fazit, ist oft gesagt worden, aber wir jetzt in der Heinrich-Böll-Stiftung, auf jeden Fall jetzt in dem Referat, was ich vertrete, sehen auf jeden Fall CO2-Bepreisung als ein Instrument an, das seine Stärken hat. Es ist kein Allheilmittel, es ist kein Wundermittel. Es funktioniert nur in einem klugen Policy-Mix mit Ordnungsrecht und Förderinstrumenten. Man sollte sich nicht auf CO2-Bepreisung verlassen. Das macht nicht alles besser. Da sind auch viele Fallstricke bei. Wir hatten das hier gesagt. Es lohnt sich, die Diskussion weiter zu verfolgen, auch auf europäischer Ebene. Auch jetzt mit Blick auf die Positionierung der Parteien in diesem Jahr natürlich. Und wie gesagt, das FÖS ist der Think Tank, der wissenschaftliche Think Tank mit den guten Publikationen dazu. Wir haben auch selber ein paar in unserer Mediathek von der Heinrich-Böll-Stiftung. Und ansonsten gibt es auch ganz viele Institutionen, Verein CO2-Abgabe, Öko-Institut, German Watch, viel auch für die internationale Perspektive. Da gibt es ganz viel. Und genau, wenn Sie nochmal Ideen haben, was wir sonst noch in so einem Grundkurs besprechen konnten, sehr gerne. Danke nochmal an Swantje, danke an die Menschen in der Heinrich-Böll-Stiftung, Stefan Stoll, Philipp, die alle im Hintergrund dafür gesorgt haben, dass wir das heute eigentlich machen können. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.